Ja, Leute, heute tauschen wir die Tachobeleuchtung oder ersetzen die defekte Tachobeleuchtung bei einem Volvo V70. Das ist die erste Baureihe, vergleichbar mit dem Volvo 850. Da könnt ihr eigentlich genau gleich vorgehen. Und zwar, ihr müsst anfangen, also für dieses Modell muss das obere Armaturenbrett raus, um das Kombi-Instrument entnehmen zu können. Dafür müsst ihr sämtliche Lüftungsschlitze jetzt mal ausklipsen. Hier habe ich schon vorgearbeitet auf beiden Seiten. Hier machen wir es auch gleich. Ihr fahrt nur vorsichtig mit dem Schraubenzieher rein, so dass ihr nichts groß beschädigt. Und klipst die Düseneinheit aus. Warum müssen wir es machen? Hinter jeder Einheit befindet sich eine Torx-Schraube, genauso hier hinter der Lautsprecherabdeckung. Und auch die seitlichen Luftführungsdinger müssen hier heraus. Danach beginnen wir damit, das Handschuhfach rauszunehmen, beziehungsweise ja, nur das Fach. Diese sind geschraubt, einmal rundherum mit ein paar Torx-Schrauben. Ganz wichtig ist, dass ihr diese Arbeit nur macht, wenn die Zündung aus ist. Am besten sogar noch die Batterie abklemmen, denn ihr werkelt hier in der Richtung des Airbags umeinander und da sollte der Wagen schon spannungsfrei sein. So, nachdem ihr jetzt alles soweit freigelegt habt, müsst ihr auch sämtliche Schrauben, die sich unter den Abdeckungen und Lüftungsdüsen versteckt haben, rausschrauben. Hier außen einmal, dann in den jeweiligen Lüftungsschächten ist jeweils eine Schraube, in der Mitte sind zwei. Dann hier oben beim Kombi-Instrument selber und bei den Lautsprecherabdeckungen sitzt auch nochmal jeweils eine. Da das jetzt hier ein V70 ist und kein 850er ohne Beifahrer-Airbag, sondern er hat einen, müsst ihr jetzt hier insgesamt drei schwarze Schrauben noch rausschrauben. Zwei sind jetzt schon draußen, eins, zwei und in der Mitte die dritte. Nachdem ihr jetzt soweit alle Schrauben geöffnet habt, könnt ihr das Armaturenbrett nach vorne herausziehen und auch komplett abnehmen. Wichtig ist, wenn ihr das Armaturenbrett jetzt komplett abnehmen wollt, müsst ihr hier den Airbag-Stecker noch lösen. Wenn ihr es nicht komplett entnehmt, lasst ihr es so liegen und passt aber auf, dass das Kabel nicht zu doll auf Spannung ist. Jetzt klipst ihr den Tacho aus. Seid bitte vorsichtig, denn diese Abdeckung oder dieser Rahmen, der bricht sehr schnell. Mit den Schellen hier drüben wäre eigentlich auch eine dran gewesen. Hier ist sie nicht dran. Jetzt merkt ihr schon, alles klar, der Tacho ist nach hinten frei. Und jetzt steckt ihr noch alle Stecker vom Kombi-Instrument ab. Auch den müsstet ihr normalerweise abstecken. Der ist hinten festgeschraubt. Hier ist er schon losgebrochen, aus welchem Grund auch immer. Und jetzt könnt ihr den Tacho vorsichtig nach oben rausziehen. Ihr seht es hier, er steckt hier unten in so Halterungsgummis drinnen. So, hier seht ihr jetzt das Kombi-Instrument oder den Tacho komplett von hinten. Die schwarzen Lampen sind die Lampen direkt für die Tachobeleuchtung. Diese haben einen sogenannten Bajonettverschluss, schraubt ihr raus, sind solche Glassockellampen, kauft ihr neu, steckt sie neu rein und dreht sie wieder rein. Und hier unten sind auch sämtliche kleine Lämpchen für die Warnleuchten auch verbaut. Ja, nachdem ihr die Birnen, die bei euch kaputt oder defekt waren, wieder ersetzt habt, kommt das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zurück auf seine Position. Hier unten müsst ihr nur schauen, dass er wieder schön in die Gummi
Führungen reingeht. Danach das Ganze wieder festklipsen. Alle Stecker anschließen. Danach das Armaturenbrett wieder drauf, alle Schrauben festmachen und die Geschichte ist schon gegessen. Ja Leute, wie ihr seht, keine große Aufgabe. Das Ganze könnt ihr auch auf andere Fahrzeugmodelle anwenden. Bei einem Nachfolgemodell, beim V70-2, müsst ihr nicht mehr das komplette Armaturenbrett ausbauen, sondern da wird nur hier die Lenksäulenverkleidung weggebaut und dann seht ihr da unten drunter schon die Schrauben und ihr könnt den Tacho so entnehmen. Wie gesagt, somit könnt ihr die Birnchen wechseln, rausschrauben, erneuern und so weiter und so fort. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über einen Kommentar, einen Daumen hoch. Wer uns jetzt noch nicht kennt, drückt jetzt hier oben den gelben Abonnier-Button. Wenn ihr auf diese Seite drückt, da kommt ihr jetzt zu unserem letzten Video. Und zwar, wie wir bei den Ludolfs waren und da haben wir ein kleines Interview geführt, vielleicht interessiert es euch ja. Auf dieser Seite kommt ihr zu dem Video, wie ihr bei einem V70 auch erste Baureihe die Drosselklappe wechselt. Alle Teile findet ihr natürlich wie immer, wenn ihr jetzt unten auf die Bremsscheibe drückt. Bis zum nächsten Mal, Servus und Ciao.